So, willkommen zurück zu Xenoblade 3, die erlöste Zukunft. Und ich habe ein kleines bisschen gegrindet. Im Grunde genommen fehlt uns nur noch die Überbosse vom Postgame, die dann hier in der Monsterfibel auch eingetragen werden. Und was ich auch noch machen kann, ist hier ein, zwei von den Juwelen farmen. Das wäre dann hier der hier. Also alles, was quasi hier auf 4 noch ist, müsste ich noch auf 5 bringen. Wobei bei den hier weiß ich, dass der tatsächlich den nächsten Boss, den wir machen müssen, den Level 80er Boss, dass der den braucht. Was wir für den brauchen, ist Level 80. Was für eine Überraschung. Dementsprechend werden wir heute ein bisschen grinden. Ja. Nichts großartig anderes quasi. Ich habe auch so ein kleines Luxusproblem. Und zwar, da hinten die Eier, die droppen Eierschalen, logischerweise, ne? Und, wenn ich die besiege, ja, wenn das fix geht, weil die nur Level 40 sind. Also das Luxusproblem, dass ich die harten Eierschalen, die ich brauche, in einer viel zu guten Qualität kriege. Ich brauche sie aber in einer schlechten Qualität. Luxusproblem, suffering from success und so. Dementsprechend nehme ich meine Adventure-Tasse. Und wir fangen an zu grinden. So, ich muss nur kurz gucken, ob ich das für mich lauter machen kann. Weil ich habe das natürlich ein bisschen leiser gemacht, damit man mich noch hören kann. Ah ja, da. Perfekt. So. Und zwar habe ich schon mitgekriegt. Die Musik muss etwas leiser. Okay. Ja, ist ja eh nur live, ne? Hoffentlich. So, okay. Auf jeden Fall habe ich mitgekriegt, dass einer der Sachen, die man machen müsste, wohl den Dino öfters besiegen. Das wäre wohl so eine Grind-Methode. Wir auch mal ein bisschen leiser. So, hier den Gotthard, den wir das letzte Mal quasi besiegt haben, oder das vorletzte Mal besiegt haben. Den müsste ich nochmal öfter besiegen. Und dafür sollte ich am besten eine XP-Nahrung zu mir nehmen. Guck mal, ob ich mir eine machen kann, weil meistens habe ich ja nicht die nötigen XP dafür. So, da können wir nichts machen. Mal kurz gucken, ob man irgendwas machen kann. Hier fehlt mir die schlechte Eierschale, wie ich gerade gesagt hatte. Ja. Da würde der schlechte Rhinos Keulenschwanz dann noch fehlen. Müsste ich mir noch gucken. Ich glaube, Leveln ist jetzt. Hier zum Beispiel der Livida Silberknochen. Den kriege ich vom Level 80er Boss. Dementsprechend muss ich den dann, wenn ich 80 bin, auch machen. Ich denke mal, Gastralis wird vom Level 90er Boss sein. Weil das sind so eine Maschinen. So, aber was ich gucken wollte, war das hier. Da. Erhöhte XP 40%. Her damit. Würde ich essen. Fleischberg mit Beeren. Jo. Und wieder zurück zum Dino. Und dann hauen wir einfach den Dino ein paar Mal. Nichts Spannendes. Wenn wir den Level 80er Boss heute noch machen, dann werde ich halt das Grinding rauscutten und einfach den 80er Boss dann quasi machen. Jo. Gotthard, auf geht's.
して邪魔するのよ。So, Level 80. Wir probieren mal den Level 80er Boss. Ob wir den hinkriegen. Wieder alle am Pennen, das ist schon mal schlecht. Fällt schon mal nicht so gut an. Ja gut, erst haben sie alle gepennt und jetzt müssen wir hoffen, dass alle aufgehoben werden, sonst wird das dieses Mal nichts. Wow, ein Heiler hebt auf, der andere Heiler ist tot. Das ist nicht so gut. Das ist auch der Grund, warum wir vorhin beim ersten Versuch das nicht hingekriegt haben. Weil er ja mit einem Schlag plötzlich alle gekillt hatte. Und jetzt gerade scheint das gerade noch gut gegangen zu sein. So, machen wir mal eine Angriffskette rein, damit wir ein bisschen Damage reinkriegen, ohne dass er uns die ganze Zeit haut. Prozent. Rein da. Hat er gerade wieder die physische Abwehr runtersetzen nicht machen wollen. Was ist mit ihm? Sieht die ganze Zeit sehr gut und exzellent und keine Ahnung was. Und was haben wir hier? Kaum Leben runtergehauen. Jetzt pennen sie wieder alle. Steht auf, Leute.
Ja, Motorlaser! Atzale! Ich kann ihnen auch nicht aufhelfen oder irgendwas, ne? Ich bin. Nix. Ich kann nichts machen. Diese Attacke, die ist. Die hat's endlich. Die haut mich immer um. So, bevor uns wieder umhaut, erstmal Angriffskette reinhauen. Sieht ja immer keinen Effekt bei dem Typen. Wir, bevor er seinen doppelten Nimbus machen konnte, haben wir ihn in die Angriffskette geholt, wo wir theoretischen Schutz haben. Praktisch ist die Hälfte trotzdem tot. Oder fast tot. Das Bait ist ein Bait, richtig.
Barriere rein. Das ist wieder nur so eine Glückssache, ob wir das schaffen oder nicht. Der Damage ist eigentlich okay. Also dafür, dass er halt Arsch viel Leben hat, ist der Damage okay. Weil wo ich vorhin beim Vino immer so 11 bis 15.000 gehauen habe, tue ich bei dem hier 20.000 teilweise reinhauen. Und da kann man echt nicht meckern, finde ich. So beim normalen Angriff meine ich jetzt. Wenn man hier wieder eine Barriere aufbauen, falls man es wieder hauen will. Oh, mit einem Schlag rein. Okay. Ah, gleich haben wir. Ja, Angriffskette. Rein da. Erstmal Barrieren rein. Wichtig, wichtig. Hier brauchen wir bei dem Vieh.
Ja, so weit sind wir vorhin auch gekommen, Logo, und dann hat er uns mit einem Schlag gekillt. Das ist das Problem. Seine komischen Wellenangriff da. Limmer ist auch schon wieder auf der Hälfte mit ihrem Leben. Müssen wir aufpassen. Weil, wenn Glimmer und A tot sind, ne, ist das scheiße, weil wir die gar keinen aufheben können mehr. Ja, jetzt pennen wieder alle. Steht auf, es ist morgen. Allein an diesen einen Boss hat schon 13 Minuten dran, ey. So, so weit wie jetzt sind wir gekommen. Ja, siehst du, sind schon wieder ein Haufen Leute gestorben, aus welchem Grund auch immer. Oh, ey, ist halb tot. Ey, heb auf. Ja, wunderbar. Na, ah, jetzt ist Glimmer die einzige Heilerin. Heb auf, Glimmer, heb auf. Einen Moment, dass sie eine L aufheben. Sehr schön, rein da. Erstmal in der Angriffskette versuchen zu heilen. Ich glaube, die sind alles so weit weg für Heilung. Ist schlecht. So, Barriere. まだまだ楽しめそうだな。次で決めましょう。バックアップ取れろ。バッチリやらせるな。このまま頼んだよ。レックス。ダブルスピンやって。フリーライス、フリーライス。 So, nochmal die Leiste füllen, bevor er hier tot ist wieder. Sollen wir nochmal eine Angriffskette machen und dann ist er wahrscheinlich tot. Hoffentlich. Eventuell. Ja, Leiste.
Sieht gut aus, sieht gut aus. Weil hier drin kann er uns weniger anhaben als draußen. Das ist ja richtig speziell mit dem Sound. Ich glaube, wir können ihn nicht töten. Also nicht in dieser Angriffswelle. Reiner, Reiner! Haut ihn um! Pennen wieder alle. Bitte mal aufhören zu schlafen. Danke. Da ist er! Down! Sehr schön. Der hat ganzes Level an EP ohne EP-Bonus gebracht. Puh! Sehr schön. Haben wir wieder einen Boss gelegt. Sehr gut, sehr gut. GG! GG! Genau. Kann ich sogar jetzt einen von den Kristallen wieder machen. Weil wir seine Silberknochen haben. Ja, die hier. Ah, wir brauchen Armor-Stack. Macht nichts. Reiner brauchen kein Nutri-Score, ey. Entweder D oder E, alles andere ist zu gesund. True. True and real quasi, ne? So, ich mach mal kurz. So. Hörst du das Spiel? Solltest du jetzt. Gut, dann müssen wir Armor Steak sammeln irgendwo. Fettige Finger erhöhen die Gaming-Leistung. True. Die Frage war ja, ob du die das Spiel jetzt hast. Unmod, Timeout, Bann. Ah da, quote this message. Das muss festgehalten werden, das ist true. So. Armor Steaks. Armor müssten wir hier hinten irgendwo kriegen. Glaube ich. Hier in dem Bereich irgendwie. Gehen wir mal hier zum Lagerfeuer. Sehr schön. Das war vorher nicht so.
So, das sind Zirkel, die brauchen wir nicht, wir brauchen Amas. Wobei hier von denen die Farbdinger brauchen wir eventuell auch. Aber ja, da hinten sind Amas. Vielleicht ist das schon teilweise echt belastet. Das Einzige, was es vielleicht im Grunde genommen gefühlt macht, ist, dass man bei normalen Kämpfen wie den hier Autokampf anmachen kann. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich sich ändert. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Armor-Sticks wir brauchen, aber wir hauen einfach mal ein paar von denen. Gehen hier einmal um die Schlucht rum. Dann müssen wir eigentlich alles haben. Die brauchen wir nicht so zwangsläufig. Eventuell ein bisschen Circle-Zeug. Wenn ich jetzt noch irgendwo hier graue Eierschalen herkriegen würde, das wäre nicht schlecht. So habe ich im Übrigen gestern die Monster gejagt, überall durchgegangen, alles durchgeschlachtet. So, reicht es mir in Amas? Jetzt werde ich da wieder ein Juwel mehr auf 5 kriegen. Sehr schön. So, damit haben wir alle Orangen fertig. Und noch eins, zwei. Wir brauchen noch die Hälfte von den Grünen. Das hier wird vom Level 90er sein. Den können wir also nicht machen können. Aber Gorillos probieren können wir sicher irgendwo herkriegen. Da brauchen wir natürlich diese komischen Affen. Da ist natürlich die Frage, wo die rumlaufen, ne? Geh einfach mal hier die Schlucht runter, ob die da eventuell rumlaufen. Das sieht jetzt nicht so danach aus. Oh, auf jeden Fall Gorillos. Mal nebenbei was eventuell möglicherweise noch gebraucht wird, nebenbei mitnehmen. Und diese Pfade haben immer so Totem-Farbtafeln. Die werden für einige Rezepte gebraucht. Ich glaube, hier sind keine Gorillas irgendwo. Hier die Krabben könnte ich eventuell brauchen. Zumindest etwas von den Krabben. Bin mir nicht so sicher. Oh, was von euch? Weiß ich nicht. Einfach mitnehmen. Leuchtendes Buckgeweih. Kann sein, dass man das braucht oder nicht. Hoch halt echt nur noch die Bosse und die letzten paar Juwelen auf Level 5. Dann habe ich das Add-on noch auf 100%. Ja, natürlich Max Level, aber es kommt automatisch, welchen Level 100er Boss machen muss.
quasi automatisch. Okay, wir waren gerade hier irgendwo. Ist also nix. Gorillos. Wir hatten irgendwo ein gorilles Boss, aber sonst weiß ich gerade nicht. Hier sind vor allem diese Armeetypen. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt irgendeine Ecke gibt, wo viele Gorillas rumlaufen. Kann ich das irgendwie einsehen oder so? In diesem Gebiet gibt es auf jeden Fall keine. Ja, also das ist dieser eine Boss. Gorillos Proviant. War das das, was wir brauchen? Muss ich natürlich kurz Juwelen-Dingen gucken. Siehst du, Viertelstunde bis das Essen fertig ist und was machen wir in der Zeit? Eigentlich gar nichts, ne? So viel Zeit. Ja, Gorillas Proviant. Dann, die Mission. Dann müssen wir gucken, wo der war. Irgendwo unten bei den Anfängen. Da. Und dann gucken wir, ob wir von denen zweimal Proviant kriegen. Die Musik ist halt nicht mal angefangen, wo so schnell war er down. An dem sind wir am Anfang auch ein paar Mal gestorben. So, jetzt sollten wir das Proviant haben für den nächsten Kristall. Ja, Karte. Du schaust auch mal, ob du was zu essen findest. Jo, mach das. Können wir vielleicht eine Essenspause machen, quasi. Ein paar Minuten. Ich tue auf jeden Fall ungern was vorschmatzen. So, haben wir das jetzt auch. Das ist vom Level 90er bestimmt. Dann brauchen wir Lachsfleisch. Lachsfleisch kriegen wir bestimmt von Lexen. Und Lexe sind... Lachse. Lachse sind irgendwo im Wasser natürlich. Sind hier welche drin? Oder eher hier? Guck einfach mal hier. Sollten ja Lachse irgendwo theoretisch sein. Koko da. Zuita yo. Das sind Fische. Da ist ein Lachs. こっちだ! 僕を見ろ!
Ah, ich sehe das Problem. Die Qualität ist so gut. Müssen wir woanders eventuell. Dort, wo wir gerade waren. Vielleicht bei der Feenlichtquelle in der Richtung. Das ist ein guter Hunger. Ich suche Lachs. Da ist kein Lachs drin. Hier ist auch kein Lachs drin, ne? Nee. Gucken wir mal hier vielleicht oder hier. Hier gucken wir erst hin. Aber wie gesagt, wir brauchen Lachs mit weniger guten Kram in den Flossen. Ihr seid gut. Level 11, ihr habt bestimmt nur billigen Lachs. Das sieht gut aus. Das heißt also, für die Eierschalen brauchen wir auch eigentlich nur billige Eier. Einfach Low-Level-Dinger. Weil gerade bei Level 90er und 100er werden wir wohl jeden Bonus, den wir von den Juwelen kriegen, auch brauchen. So, da brauchen wir noch das hier und Gastralis wird halt der Level 90er sein. So, hier brauchen wir 1, 2, auch die Hälfte. Hier brauchen wir 1, 2, auch die Hälfte. Wo waren wir? Genau, ich wollte gucken, wo ich harte Eierschalen herbekomme. Ja, kannst du das Spiel, wenn wir fertig sind mit Swords, da kannst du es nicht so weit durchspielen, dass du den extra Dungeon hast, ne? So, wir brauchen irgendwas Eieriges. Hier ist was Eieriges. Ein Schlängelei. So schlimm ist es nicht, nur ist ein bisschen übertrieben viel gegen Ende, ne? So, Schlängelei, das heißt, wir müssen irgendwo wohl die Schlangen rumwurmen gucken. Müssen wir die Schlangen natürlich finden. Im Übrigen, die Brezelpizza, diese Limited Edition Brezelpizza, die ich gerade gegessen habe, sie ist essbar, ist auch okay, aber bei der Größe kommt man sich irgendwann vor, als ob man die ganze Zeit einmal einen Brezel rumnubbelt und es nicht aufkriegt. Last out of Sun, ja, könnte man gut sagen, ja. Auch wenn du das nicht die Brezelpizza gemeint hast. Kann man trotzdem dafür verwenden.
Wir suchen aber hier erstmal Schlängel. Weil Schlängel haben Eier und Eier wollen wir in harte Eierschalen zerbrechen. Siehst du, wird die VOD ja doch nicht so kurz. Ich habe ja gedacht, weil ich das Grind wegschneiden möchte, dass es eventuell relativ kurz wird, aber nee. Wir haben ja hier genug zu tun noch heute. Und da du nächste Woche Spätschicht hast, Logo, kann ich ja wieder grinden, während du am Spielen bist. Das heißt also, ich kann vielleicht bis kurz vor dem Level 90 Boss oder weiter machen. Und dann können wir beim nächsten Mal den nächsten Boss quasi machen. Nicht eine Schlange. Wo sind die? Müssen hier auch im Gebiet sein. Die sind auf der Liste gewesen. Sein, ich habe auf der falschen Liste geguckt. Das kann natürlich sein. Ja, hier vom Plateau. Wir müssen also quasi hier erstmal weitergehen. Und dann finden wir, als die Schlange ist. Egal. Vielleicht habe ich ja wieder nach vormittags ein bisschen Zeit, Logo. Muss mal gucken, wie morgen mein Termin wird. Ob ich da genug Ruhe habe nächste Woche. Das sind Eier. Sehr schön, das sind die Schalen, die ich suche. Und ich dachte, das lag daran, dass wir halt schon viel zu hohes Level sind, dass wir da nur noch das gute Material kriegen. Da habe ich mich geirrt. Müsste Monster Hunter aufnehmen, bin einfach zu K.O. Ja gut, nachher Spätschicht würde ich auch kein Monster Hunter spielen, glaube ich. Auch wenn es bereits passiert war. So, Scorpo und Rhinos. Das ist ein Rhinos. Der ist wahrscheinlich drinnen, wo die Echsen sind. Ja, da ist ein Reiter von den Dingern. Ist eigentlich Ace Herkunft aufgeklärt worden? Ja, sie haben so ein bisschen gesagt, sie ist im Grunde genommen ein anderer Teil von Alpha. Quasi sein Gewissen oder sowas in der Richtung. Scorpus haben wir hier aber nicht. Das heißt also, wenn, dann wahrscheinlich in der Höhle die Viechers. So gut, dass du nur halb mitbekommen hast, dann kannst du sie besser selber genießen. Wenn er auf der Switch Pro, wenn sie irgendwann kommt. In schön quasi. Und auch wenn das Farming bis minimal belastet ist, ist es immer noch entspannter als bei anderen Spielen teilweise. Dementsprechend auch das ist okay auf 100% zu bringen. Stimmt, ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkomme. Oder? Ja, nee, ich habe keine Ahnung, wie ich da rüberkomme.
Ah, da hinten ist ein. Ja, vielleicht über die Brücke. Eventuell kommt man da hoch über die Brücke. Das ist eine gute Möglichkeit, glaube ich. Wir machen Scorpus und Rhinos. Und Rhinos gibt es eventuell irgendwo in dieser Höhle. Sehe hier keine Brücke. Ah, da hinten. Junge, Camilla, neues Song auf einfach 7 Minuten. Eben kurz anhören. Früher war das normal, dass Songs so lang sind, weil die auch nicht am Fließband rausgekommen waren. Bei den Leuten, die noch Instrumente benutzt haben und so. Da, der reitet auf jeden Fall in Rhinos. Weil der Keulenschwanz vom Rhinos ist so gut. Da. Gucken wir mal. Ah, hier war ich schon. Toll. Kore, mezurashii yatsu janai? Ja, wahrscheinlich die Reiter wieder, ne? Ah, ohne Reiter. Und Level 15, also niedriger als die mit dem goldenen Kram. Kann sein, dass die sind, die wir brauchen. Sehr schön, die brauchen wir. Komm her hier. Das geht gerade, wir brauchen 3 Keulenschwänze und wir haben gerade 2 bekommen. 100%. Ja, die Musik hat sehr gute Musik, genau. Ah, wir haben genug. Also brauchen wir jetzt noch ein Scorpo-Exoskelett. Gelgemos-Garison. Naragmus-Desolation. それ。なしに来た。やっと。いっそ帰り討ちにする。 Da ist einer. Puh, war das ein Krampf, den zu finden. So, jetzt weiß ich nicht, wie viel wir von den Dingern brauchen. Erstmal brauchen wir ein Lagerfeuer, damit ich das nachgucken kann. どこへ向かう？今から自由行動ね。Ein Exoskelett brauchen wir noch.
記録は大事だな。では、行こう。So, zur Sicherheit, damit der auch spawnt. So, mal dahin. 到着だね。Vielleicht nicht von hier aus. Da, da, sie nicht da.しに来た。だ、だしに来た。Wo ist mein Scorpio? Ich sehe kein Scorpio mehr. Ah, da ist er. Wo, wo, wo bist du hin? Komm her. Warm up にはちょうどいい。やるなら。バッチリ決まってるな。僕を見ろ。こいつはありがてえ。その程度で僕たちを止められると予想通りの結果だ。やっ崩すよ。崩れろ。僕を見ろ。被害なし。楽勝楽勝。油断する暇もなかったよ。Sehr gut.Schwarz. Das ist jetzt wirklich ein bisschen zu weit weg mit dem mit Kolonie 9. Sita. So, jetzt brauchen wir einen Motunflügel und ein lila Garissen-Elektroorgan. Und die ganzen Soldaten und ihre Dinger. Da! In der Wand.ウォームアップにはちょうどいい。すぐ楽にしてやろう。お先、追い方だ。こっちが先行だ。やるじゃない。ストロングアサルト。考えてる感じがする。頼もしいな。Das ist gar nicht wie viel wir davon. Oh, nee, egal wie viel wir davon brauchen. Wir haben genug Fächer hier. まあ止めないけど。悪いんだ。やるじゃねえかマシ。流れが来て、この調子で行こう。負ける気がしねえな。ウォームアップにはちょうどいい。格下だろうが舐めたりしねえぜ。こっちが先行だ。奥が相手だ。なんだか倒せたな。結果は見えていたよ。こんなは。Dann gucken wir mal nach weiteren Juwelen.ここだ。着いたよ。
So, Gariffen, Elektroorgan. Ne, Gariffen. Teppiche, die lost sind. So, bist du? Du bist die dunkle Gariffe, komm her. Zako, Aite, demo, zenryuk da. Sugu, raku, ni, shite, yaro. Strong, Asato! Next, sono, chou, shite, tarabu. Konnan, asameshi, mae, tte, na. Junbi, undou, ni, mo, nara, nakatta, ze. Das war nur lila. Oder? Wir brauchen lila, ne? Ja. Oder Gold? Gold brauchen wir, ne? Zako, Aite, demo, zenryuk da. Aki, o, sku, ware, nai, yo. Chuu, is, yo. Schon wieder vergessen. Danke. Tun auf jeden Fall gerade lila droppen. Brauchen wir aber auch, ne? Wir haben gerade zwei lila Drops gehabt. Wir sehen dann ja gleich, ob das so passt. Ob wir Gold brauchen. Ich glaube, wir brauchen Gold, aber Gold hat nur eine niedrige Droprate. Droppen sie beides. Glaube ich zumindest, dass es so zu verstehen ist. Lila brauchten wir. Aber haben wir schon. Brauchen wir gar nicht. Perfekt. Mich verguckt gehabt. Ich habe einfach den nächsten gemacht, wo wir die Teile nicht für haben, aber wir brauchten den ja gar nicht. Okay, was brauchen wir denn überhaupt noch alles? Blau sind wir fertig. Grün brauchen wir den Gastrades. Gelb sind wir fertig. Hier, das sieht nicht aus, ob da einer ist, den wir nicht besiegen können. Da brauchen wir Fleiß und Tasma. Gelbe Tasma, lila Fly. Us, spatz da! Mezurashii mon getto! Nashi ni kita. Dou yara medachi sugita yō da. Du siehst gut aus. Jupp, dich brauche ich. Hoffe ich doch, dass ich ihn brauche, zumindest. Erstmal Todfischen in einer Crossing. Das ist, glaube ich, ähnlich belastend, wie was ich mache. So, auf jeden Fall brauche ich jetzt noch Fleiß. Koko da. Zuita yo. Yotta. Also denn hier irgendwo rumflyen die Fleiß. Nee. Die sind eigentlich auch hier. Ah, da hinten ist er. Ja, jetzt sind sie gespawnt, wo ich runtergesprungen bin. Komm her hier. Zako, Aite, demo, zenryuk da. Ashi o skuware nai yo. Chuui shi yo. Kobushi ni kire ga aru ze. Yaru ja ne ka, Masu.
崩れろ。崩すよ。起き上がれ。ライトニングバッシュ。このまま押し切ってくる。被害なしと。本気出すまでもなかったな。そらよっ。捕らえた。奥が相手だ。サンキュー。はっ。アイティストライク。ライボール。ダブルスピンエッジ。被害なしと。本気出すまでもなかったな。そう。着いた。目的の場所。Dr. Freud. 各自自由行動だ。Bohren lila Fleischflossen. Also nur dort, wo wir schon geguckt haben, quasi. Weiter weg geportet, damit sie auch spawnen, bevor wir da sind. Hoffentlich, eventuell. Wenn sie denn spawnen. Stimmt, wir müssen wahrscheinlich das Spiel kurz neu laden oder irgendwas. Ja. So, komm her. Warm up にはちょうどいい。手加減は性に合わないんでね。はっ、僕を見ろ。じいちゃんの修行の成果だな。ストロングアサルト。核炎の線。崩れろ。アンカーショット、リストバンク、ライトフィールド、ビンエッジ。やっ、ここ。ボルトアッパー、ワールドウィンド。そう、アイナロイスのフライフラス。敵の注意を。捉えた。奥が相手だ。頼もしいな、みんな。そらよっ。捕らえた。奥が相手だ。こいつはありがてえ。ダブルスイエッジ。まずい、敵の注意がそれた。どこだ。捕らえた。奥が相手だ。こいつはありがてえ。こんなところか。頼もしいな、みんな。Wir haben eine gelbe gehabt, aber vielleicht braucht man nur noch eine?Hoffentlich, bitte, please, Spiel. Es hat belastet, dass es überall Fleiß gibt, aber nur in einer Ecke von der Qualität, die wir jetzt benötigen, aktuell. So, jetzt noch mal das gleiche, aber für einen anderen Kristall. Und Camille Reifungssaft. Ja. Camille Reifungssaft. Okay.記録は大事だな。それじゃあ行きましょう。カカカカミエル。Den brauchen wir auch noch, glaube ich.
Ich glaube, das brauchen wir, oder? Sagittarius? Gucken wir mal kurz. Sate, どうしようか? Nee, Gastrates war's. Usch, Spatz da! Ich habe gerade wortwörtlich alle durchgeguckt. Warum ist da nichts mit Camille gewesen? Habe ich mich verlesen? Camille-Reifungssaft. Boah, ist das ein Sammel-Item. Calm Camille. Aurora Shelf. Geht doch. Quasi hier. Irgendwo hier. So. Auf dem Aurora-Schelf. Das ist auch noch das Aurora-Shelf. Grüne Giraffenvieh, was keine Giraffe ist. Sita. Da hinten. Vogel brauchen wir auch. Glaube ich. ザコ相手でも全力だ。手加減は性に合わないんだね。ひまやらしと。結果は見えていたよ。ウォームアップには、ちょうどいい。格下だろうが舐めたりしないぜ。完璧な勝利ね。準備運動にもならなかったぜ。ウォームアップにはちょうどいい。私を甘く見ないでね。ああ、ひがんばな程度で僕たちを止められると。もっと褒めてくれていいんだぞ。 Ein Rogel-Axt, Rogel, wie auch immer. Kyukei-Owari-ne. Vogel, Rogel. ザコ相手でも全力だ。あえて戦うの？その程度で僕たちを止められると？すんなり勝てたな。それ。ふっ。やった。
何かやることは。Haben wir schon. Ah, perfekt. Ja, dann brauche ich halt die Flyflosse, ne? Gleich gucken, dass ich irgendwas Einfaches wie eine Robel-Axt-Kamm in schlechter Qualität nicht habe. Daran liegt das, dass ich das schon. Ja, dass ich es schon habe. Ja, perfekt. これ、レアなやつだ。うん。Okay, Spiel sagt, ich soll nochmal speichern und nochmal wiederkommen, wenn es respawned ist. So nervig, ey. Man muss halt so eine Scheiße machen, weil es nur an einer Stelle was gibt, was man braucht. So bekloppt. War ja jetzt nicht eine halbe Stunde darauf, dass es respawnt. Ich habe ja schon bestimmt eine Viertelstunde gebraucht, um Dinge zu suchen. So, wo seid ihr? Viechers. Spawnt gefälligst. Da ist einer. Wo ist der andere? Na gut, nehmen wir erstmal den, den wir sehen. ダブルスピーズワールドウィンド敵の注意が取れた長野ナドレイジ被害なしと本気出すまでもなかったな。そう、出すアンデル。Hinterm Vogel。ねえ、das ist ein anderer Vogel。Wo ist der? Wo ist der Fly hin? Wir haben mal zwei gewesen。やった。Ist der jetzt echt gespawnt, wenn ich hier hochgelatscht bin? Hallo? Ist der gerade despawnt, als ich ihn anlocken wollte? Alter, Fly, was ist mit dir? Wohin ist er? Ich wollte gerade sagen, der ist so wie mich despawnt. Sie sah halt gerade so aus, ob er respawned ist. Weißt du, man lockt ihn an, kommt nicht, guckt, ist nichts mehr da, weißt du? Dann gucken wir mal, ob wir was bauen können davon. しばらくくつろげそうだね。新しいジェムができた。うん、いい出来だ。So, jetzt brauchen wir noch Gyrinus Lichtring, was immer das sein soll, Täuscherköder und ein Gastrales Geschützturm.Jo, die beiden noch. Dann haben wir alle Juwelen auf 5. Das heißt also nur noch grinden und dann die Superbosse machen.
Ja. Würde ich sagen, haben wir mit ein bisschen mehr als 5 Stunden ja auch ein bisschen was geschafft heute. Wir haben den Level 80er gemacht, wir haben die Juwelen, alle bis auf die, wo wir die Level 90er Superbosse brauchen, für, gemacht. Das heißt, das nächste Mal können wir, wenn ich das noch nicht gemacht habe, auf Level 90 leveln. Und die Level 90er